Und da haben wir Mutter Gothel Spiegel. So, wir haben bei Merlin jetzt ja den Hut. Wall-E haben wir das Ding immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegt. Das haben wir. Das haben wir. Remis haben wir. Gut, das natürlich noch nicht. Ja, jetzt noch nicht. Ursula ist noch nicht. Annas haben wir. Elsa haben wir. Christophs haben wir. Oder Gothels haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir, das haben wir und das kriegen wir irgendwie auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob man bei Mini und bei Wall-E da noch irgendwas anderes machen muss. Ich habe keine Ahnung. Skala Level 2. Da muss ich wahrscheinlich Story weiterspielen. Bring den dunklen Kristall zu Ursula. Die ist jetzt gerade wo? Da hinten ist auch keiner, ne? Wo sind jetzt andere Viecher unterwegs? Oder war das die gleiche? Der ist auch den ganzen Tag da. Das kann ich ja in dem gut sehen, wenn die nicht mehr da sein sollten. Ich glaube, das geht erst ab 0. Da hinten schwimmt sie gerade. Fischi! Oh mein Gott, da ist ein Nachtdorne. Wie viel Glück muss man echt haben, ey? Für eine Nachtdorne. Fange Thunfisch! Alter, Fisch fangen ist das Schlimmste überhaupt. Vor allem außer die Mineralien. Kann ich sonst jetzt nichts mehr so einfach kriegen? Muss ich mich tatsächlich bald mit einem der Fische dahin stellen? Oh. Naja, okay. Ah, da Fischlein, du bist du bist es. wieder. Hast du etwas in den Ruinen gefunden? Einen dunklen Kristall auf einem Sockel. Den ich nicht aufgenommen habe, aber egal. Farbehaft, Macht, Magie. Es ist genau das, was ich wollte. Es gab vier Sockel in den Ruinen. Und als ich dies aufhob, begannen sie alle zu leuchten. Vier Sockel in den Ruinen, sagst du? Dann müssen die anderen Kristalle nach dem vergessenen Dorf verstreut worden sein. Das Schimmer auf dem Sockel ist wahrscheinlich die Ruine, die nach dem anderen Kristall ruft. Schau dich im Dorf um, Aldaria. Bring diese Kristalle zu ihren Sockeln und sieh, was passiert. Oh, und nimm das hier mit. Du wirst es bereuen. Du wirst es brauchen. Du wirst es bereuen. Auf Wiedersehen, Liebes. Danke. Finde die übrigen Kristalle. Wo auch immer ich die finden werde. Es steht Fange Thunfisch, ja, okay. Wo kriege ich Thunfisch? Hering kriege ich tatsächlich am Schüler Strand und Dichtung des Vertrauens. Und Thunfisch? Vergessenes Land und Dichtung des Vertrauens. Ja, da werde ich mich dann danach mal aufmachen. Aber erstmal kommen die Mineralien. Und so leveln wir es gar auf 10. Besorgen uns noch ein bisschen Stein. Wobei ich gleich mal gucken muss, ob Stein wirklich das ist, was ich für diese komischen Wege brauche. Weil ich will in jedem Gebiet auch teilweise andere Wege benutzen. Also gut, im Hauptdorf will ich bei dem bleiben, was da jetzt gerade noch ist. Ich will halt auch einmal mit diesem Opalweg da machen. Sieht
bestimmt auch mega schön aus dann. Wie gesagt, wie ich das dann genau handhabe. Da hinten ist übrigens einer der, dieser Steinchen. Hol ich mir gleich mal. Soll doch bald mal was essen. Eigentlich. War ja doch wirklich nur eigentlich. Da ist auch noch Stein. So, BB Rider. So. Gut. Wo noch mehr Stein? Wie viel haben wir jetzt? 19 von 60. Oh Gott, ey. Wie lange wollen Sie für die Scheiße brauchen? Nö, nicht wirklich. Nicht wirklich. Hab nur eine Questreihe bisher beendet. Und ansonsten sind wir am Steinchen fach. Beziehungsweise das Ganze hier abzuarbeiten. Oh, ja. Wo waren wir? Du meinst bei unserem Gespräch? Ja. Zuletzt darüber, wie Beziehungen heutzutage ablaufen und wie schwierig man heutzutage einen Partner findet. Da waren wir ungefähr. Oh, nebenbei. Da hinten muss ich... Ein grausames Thema. Oh ja. Hier muss ich unbedingt meine Dinger nachmachen. Oh. Das einzig Doofe jetzt, dass es jetzt tatsächlich weggeht. Also, es ist nicht doof in dem Sinne, aber es ist halt... Ja. Muss ich hier gleich mal nach Samen gucken. Aber ja, ein grausames Thema ist es in der Tat. Das zählt doch auch wieder nicht. Das hat's gezählt. Und nur der, nur die zwei. Den er mir dann noch dahin geworfen hat, nicht. Sind bei Remy schon andere Leute drin? Scheinbar. Kann ich gleich mal gucken. Da jetzt mal andere bedienen kann. Gar mit dir kriege ich verdammt viel Steinchen. Hier lohnt sich Farmen. So, sind hier andere? Hallo, Kumpel. Nö, schon mal nicht. Sind die gleichen. Okay.
Nebenbei suchen wir jetzt auch gerade nach dunklen Kristallen, von denen ich noch nicht genau weiß, wo die sind. Ich habe jetzt auch vergessen zu gucken, ob ich nur Lachs habe. Wenn ich keinen weißen Stör habe, das weiß ich. Ja, du kannst mir das da hinlegen, wie du willst, solange es keine Steine sind. Mit das Wumpe. Jetzt gucke ich vorsichtshalber mal hier. Nicht, dass so ein Kristall hier irgendwo gespawnt ist, wo ich gerade nicht hinkomme. Sieht aber nicht danach aus. Nein. Hier. Lachs zweimal. Dann habe ich nämlich für die Füchse was. Falls ihr es irgendwo lila funkeln seht, bitte sagt Bescheid. Nein, ich meine nicht das da hinten in der Höhle. Ganz leuchten am Boden. Die Musik ist schon beruhigend gerade. Ja, das stimmt. Aber das sind halt viele solcher Soundtracks. Das finde ich ganz schön an dem Spiel. Du kannst sie halt eigentlich auch komplett abschalten. Du brauchst nicht großartig nachdenken. Da hinten ist so ein Steinchen. Du kannst sie halt rein theoretisch einfach zurücklegen, entspannen. Und irgendwie vergeht die Zeit auch verdammt schnell. Wenn ich sehe, dass wir schon 2,5 Stunden hier streamen. Okay, folgt dem Füchschen. Okay, jetzt kann ich mich anhängen. Oh. Die Musik ist gerade perfekt. No. Ja, es ist schon echt cool. So. Dann hätte ich für heute tatsächlich... Die habe ich fertig, die habe ich fertig. Dann habe ich für heute tatsächlich fast alle Tiere gefüttert, sobald ich den blauen Fuchs finde. Wo ist denn jetzt der blaue Fuchs? Da ist der blaue Fuchs. Ich muss den Viechern immer erst hinterher rennen. Jetzt WoW. Denn viel Spaß bei WoW. So. Ich renne hier weiter Füchsen hinterher. Und sammle Steinchen. Und warte auf die Post. Auch noch nicht. Den habe ich aber mindestens schon zweimal gehabt. Naja. Mal gucken. Du WoW. Ich hab. Ja, geht ja nicht. Geht ja nicht. Ohne Abo geht das nicht. Ohne Abo kann ich leider kein WoW spielen. Dieses Geld kann ich dafür leider gerade nicht aufbringen. Gehen zurzeit nur 2 MMOs. Ja, das WoW muss da leider ein bisschen zurückstecken. Oh, ich brauche Steine.
Also, wie weit brauchst gar noch? Ich habe ihn gleich. Oh. Bock hätte ich, aber wie gesagt. Nee. Also das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. WoW-Prio wird es dir tatsächlich nicht geben. Dazu liebe ich FF zu sehr. Vor allem, es ist ja auch fast nur eine Final Fantasy Community hier. Sind ja fast nur FF-Fans. Also ich spiele WoW sehr gerne. Das wird wohl leider nie Prio. So gern wie ich das spiele. Das macht ja auch echt Spaß mit den richtigen Leuten. 100% WoW. Ist ja auch in Ordnung. WoW ist ja auch wirklich ein tolles Game. Kann man nicht anders sagen. Also ich spiele ja wirklich vieles gemischt, aber Main Game ist und bleibt tatsächlich FF. Da kommen meine fast 3000 Stunden und nicht irgendwo her. Sitzt ja fast nur in dem Spiel. Deswegen bin ich auch immer mal froh, wenn ich mal sowas wie Disney jetzt zum Beispiel spiele. Aber ja. Mit ESO und Lotro habe ich dann ja trotzdem noch genug. Wobei Lotro ja zurzeit auch ein bisschen zurücksteckt. Aber das passt trotzdem irgendwie. Bei WoW muss ich mal gucken, wann ich das wieder spiele. Also November, Dezember. Dezember könnte. November sieht schlecht aus. So, ich habe ihn auf 10, sehr schön. Wen hatte ich jetzt beim Angeln? Goofy hatte ich beim Angeln. Goofy sitzt aber im Restaurant. 110 Tage, 2 Stunden, 15 Minuten Spielzeit auf dem Major. Ja, gut. Das ist echt eine Masse. Am 11. kommt neues Addon in WoW. Ich weiß. Ich weiß. Kann ich mir dieses Mal nur leider nicht vorbestellen. Shadowlands hatte mir ja vorbestellt damals. Das kann ich mir tatsächlich diesmal nicht vorbestellen. Gern wie ich es würde, aber. Das ist nicht drin. Weil mein Geburtstagsgeld ging ja für ein anderes Spiel drauf, was ich mir vorbestellt hatte. Das kommt am 4. November. Ist nächste Woche, ne? Oder? Oder ist das übernächste? Nee, ist nächste Woche, okay. Weil sofern ich dann an dem Sonntag nicht verabredet bin, gibt es das dann nämlich am 6. Weil zu Release kann ich es nicht spielen, weil Freitag streame ich halt nicht. Nicht mehr, zumindest. Ja, schon lange. Das war mir klar, dass du schon lange hast. Ich hätte jetzt auch nichts anderes erwartet. Wenn ich ehrlich bin. Ich habe einen, der zumindest in Shadowlands rein könnte. Also noch Max jetzt, also nee, nicht Ma also nicht Max, aber ich habe einen, der in Shadowlands rein könnte. Ein 50er. 50er. Aber komplett auf höchster Stufe kann ich noch. Also habe ich keinen, nein. Tatsächlich nicht. Weil ich Shadowlands halt nicht groß gespielt habe. Ich habe zwar ein bisschen reingeguckt. Ich habe es dann aber nicht weiter angerührt. Obwohl es geil war. Aber ja. Dann kann dann wohl auch warten, ja. Definitiv. Ich bin ja gerade mal in Burning Crusade, also. Da liegt meine Primo tatsächlich nicht drauf. Ich habe mir damals Shadowlands eigentlich nur geholt, weil ich das Abo geschenkt gekriegt hatte. Ich hatte ja von einem Kumpel ein Abo geschenkt gekriegt. Hat gesagt, hier, guck's dir mal an. Leg ich dir aus.
Oder was heißt, lege ich aus? Schenke ich dir? Habe ich gemacht. Fand's cool. Hab Shadowlands vorbestellt. Hab Shadowlands auch am Release-Tag gespielt. Hab auch ein paar Stunden drin. Dann dachte ich auch, nee, die Story ist ja so an sich... Also, ne, die Vorgeschichte ist bestimmt auch richtig geil, so was davor passiert ist. Fange ich damit erstmal an, bevor ich Shadowlands mache und ja. Ich bin halt ein Mensch, ich gehe nach der Story. Ich will die Story wissen. Ich weiß, ich kann sie mir im Internet durchlesen, aber das bockt halt nicht. Dann kann ich mir... Sonst brauche ich das Spiel nicht spielen, wenn ich es mir im Internet durchlese. Außer halt so Nebenfakten. Um manche Zusammenhänge zu verstehen. Aber dafür habe ich ja meistens Leute wie Dufte zum Beispiel. Wie oft ich Dufte damit auf den Sack gegangen bin. Deswegen. Ja. Hab mir ja auch Bücher und alles mittlerweile bestellt. Sind nur außer zwei, die stehen da, also liegen da noch. Sind sie alle in Dingens. In den Umzugskisten schon. Ich finde das Leveln eigentlich ziemlich cool. Also ich bisher tatsächlich auch. Ich finde es halt auch interessant. So durch die Gebiete zu streifen. Level für Level. Nebenaufgaben zu machen. Ist halt voll mein Ding tatsächlich. Ich liebe es richtig. Aber da ich halt, wie gesagt, Prio auf FF habe... weil das Wort Twinks halt eigentlich nicht mehr gern gesehen ist auf Twitch. Eigentlich. Man kann es zwar noch verwenden, aber man darf das Wort zum Beispiel auch nicht mehr in den Titel schreiben. Also es ist, glaube ich, nicht komplett gesperrt, aber du darfst es zum Beispiel halt nicht mehr in den Titel und so schreiben. Gilt als Beleidigung, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Das meine ich in irgendeinem Land eine Beleidigung. Deswegen, ja. Also in Deutsch jetzt nicht, aber irgendwo, irgendwas sollte da wohl. Und deswegen, Gerät ist mittlerweile auch ein Automod. Ich habe es jetzt auch nur akzeptiert, weil ich weiß, dass wir das Wort schon mal hatten und dass da komischerweise es nicht angeschlagen hat, obwohl es da schon diese Begrenzung gab. Den, also, habe ich nach und nach Gebiet abgeklappert. Meister der Lehren. Ja, es ist halt echt geil. Es ist halt echt geil. Ich werde es wahrscheinlich im nächsten Jahr mal wieder spielen. Dann, wenn ich mir das Abo auch halt wirklich leisten kann. Weil jetzt kommt ja auch wieder die Weihnachtszeit. Das heißt, Geschenke. Für Familie, Freunde, was weiß ich. Und ja. Da liegt dann erst die Prio bevor. Ne? Ich dann alles andere machen kann. Hälfte habe ich. Etwas über Hälfte. So, in den nächsten 45 Minuten könnte das Paket kommen. Das erste von vielen. Oh Gott, ey. Warte, was hatte Adipopsi-Schatz wieder geschrieben? Kann jetzt schon kommen. Zwischen 13.05 Uhr und 14.35 Uhr. Ja. Gut. Das grenzt es ein. Also wenn ich zwischendurch einmal kurz hochrenne, ne? Dann wisst ihr warum. Es kann sein, dass ich dann mal nicht in Pause-Screen gehe. Sondern einfach nur hochflitze. Mit zwischen 8 und 22 Uhr. Also, die Deutsche Post kann ich eigentlich ganz gut einschätzen, weil sie kommt immer zur gleichen Zeit. Meine Pakete, die ich halt über Amazon bestellt habe. Okay, jetzt habe ich wenigstens eine halbwegs passable Zeit. Bis eben dieses, oder bis vor einer Stunde hieß es ja noch, bis 22 Uhr. Irgendwann halt. Und jetzt zwischen 15.45 und 18.45. Das heißt, ich gehe davon aus, es kommt wie immer um 17 Uhr. Mal gucken. Post, ja, Hermes. Hermes kannst du vergessen. Hermes, von Hermes redet keiner. Hermes ist
Nee. Nee. Hermes ist für ein Pups. Ich komm ja nie. Am geilsten ist es. An dem Wohnort, wo ich halt, also da, wo ich vorher gewohnt habe, war Hermes so toll und hat die Pakete in die Papiermülltonne gestellt. Fand ich nicht gut. Vor allem, wenn du nicht daran gedacht hast oder nicht gesehen hast, dass da ein Paket drin war. Die, die unter mir gewohnt haben, die haben tatsächlich ein Paket weg, also quasi weggeschmissen, weil es ja in der Papiertonne war. Ja. Ein paar Euro in den Sand gesetzt. Aber man rechnet ja auch nicht damit. Vor allem, die haben halt auch kein Zettel hinterlassen. So nach dem Motto, ja, aus Sicherheitsgründen haben wir es in die Mülltonne gepackt. Das war auch schwachsinnig, aber, ne? Die haben ja noch nicht mal eine Meldung hinterlassen. Ich würde sagen, wir sollen beachten. Die Hauptpappe. Oh. Das. Nee. Einfach nein. Hermes ist toll. Hermes ist ganz groß. Ganz toll, ganz schön. Aber ich mache tatsächlich mal eine ganz kurze Pause. Eine ganz kurze Pipi-Pause.